So, und herzlich willkommen zurück beim nächsten Portal. Die letzte Glyphe. Die letzte Glyphe, die will ich jetzt noch machen, dann will ich mal was essen. Von daher. Ja, gut. Man merkt, ich bin trotzdem. Geheimnisvolle Haube. Okay, von mir aus. Großer Mana-Trank. Hier geht's auch weiter. Es ist immer alles ein bisschen schwierig zu entscheiden. Aber das Spiel ist relativ. Also ich glaube nicht, dass man hier große Probleme hat. Ich würde eher sagen, es ist eigentlich ganz gut, wenn man sich mal hier. Ich glaube nicht, dass man sich groß hier verirren kann. Dementsprechend habe ich keine Probleme. Ja, auf jeden Fall. Ich habe nochmal mein Mikrofon ein bisschen höher gestellt, weil ich doch das Gefühl hatte, dass im letzten Part es doch ein bisschen ah, diese Hauptstraße ist so nervt. Yo! Ich bin doch ein bisschen overlevelt hier. Dementsprechend. Ja. Ja, kann ich eigentlich durchrennen. Und danach mache ich auch gleich mal das Fenster zu. Das ist schon echt übel. Dabei. Ich glaube, ich drehe einfach mal ein bisschen die Kopfhörer ein bisschen runter. Dann sollte das auch gehen. Es ging ab. Hallo Spinne. Nicht auf die Nerven. Ja, ich hoffe allerdings, dass ich jetzt nicht zu viele Identifizierungsschriftrollen habe. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. Das habe ich mir nämlich genau so gedacht. So, was mache ich denn jetzt mit diesen ganzen Teilen? Vorerst mal. Schlangenhelm. Das ist ein einzigartiger Magier. Ding. Streitkolben, Ring, Eis, Mana, brauche ich alles nicht. Kann auch weg, wunderbar. Na gut, dann ist das aber so. Da das ja kein Steam-Spiel ist, bin ich jetzt auch nicht unbedingt verleitet, hier noch zu angeln und so ein Kram. Eine Quest wurde abgeschlossen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Dass das entweder eine Quest war oder einer, der mir ordentlich rumgibt. Aber schön, dass es beides war. Das war wahrscheinlich die Aufgabe, die wir hatten. Und dieser komische Baden-Roboter? Hinterfragen wir das besser nicht. uns gestellt hatte. Ah, oh, das ist immer wieder schön. Ich mag diesen Explosionsschuss, merkt man direkt. Der ist super. Ich glaube, bei dem bleibe ich auch. Also wenn ich jetzt wirklich mal wieder einen Punkt übrig haben sollte, dann werde ich bei dem bleiben. Ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt noch großartig was anderes benutzen werde. Ich kann ja noch einen anderen Weg theoretisch benutzen, um es genau zu nehmen. Ja. Gucken wir mal, wenn das hier und das hier jetzt voll ist, dann kann ich ja noch die Shuriken gehen, hier Nadelbogen oder schlichteren Blitzbombe und so weiter und so fort, aber ich bin mit der Schützin sehr zufrieden, wogegen ich beim nächsten Mal den Pfeilhagel gerne hätte. Den haue ich dann auf die 4, in der nächsten Stufe haue ich den Pfeilhagel
Oder beim nächsten Ruhm, weiß ich nicht. Dann habe ich alle Skills, die ich habe. Ich weiß, ich wollte eigentlich hier Stufe, da Ruhm, aber es ist schon fast fertig. Und ich bin mal auf den Pfeilhagel gespannt. Lundenschlosspistole, ja. Ich habe jetzt 1000 an Ruhm. Die geht mir ganz schön auf den Sack gerade. Ihr Ruhm ist gestiegen. Okay, ich glaube, da sollte ich noch gar nicht hin. Okay, das ist nicht schlecht. Die Frage ist... Ja, was ist nicht... Ich habe nicht genug Mana. Okay, ich sag's mal so, ist natürlich ganz nett, ne? Sieht jetzt nicht so schlecht aus. Ich habe den... Dafür habe ich meinen Skillbruch genommen. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Fand ich jetzt nicht. Ja. Skillbruch, damit meine ich mein Wort gebrochen. Weil ich ja gesagt habe, bevor ich was Neues lerne, erstmal das andere machen. Aber es läuft doch ganz gut. Ich glaube, hier finde ich jetzt wirklich nichts mehr, was mir passt. Außer wenn es wirklich... 12 Rüstung, 20% Bonus auf Nahkampfschaden. Ja, dafür brauche ich Stärke. Das bedeutet, wir finden hier wirklich alles für jeden. Das ist okay. Das ist okay. Ich will mich darüber nicht beklagen. Das ist natürlich schade. Ich hätte viel gern mehr einzigartige Sachen, aber... Feldbogen. Den nehme ich natürlich mit. Langsam nach vorne. Ich habe gesagt, langsam nach vorne, ihr Lümmel. Naja, die Zombies... Ich glaube, mit dem Pfeilregen bin ich gut gerüstet. Ich habe wenig Mana. Ja, der braucht natürlich eine Menge Mana. Gut, dann will ich meine Jungs mal abholen. Achso, das sind ja meine Boys. Alles klar. So, bevor ich aber jetzt hier weitergehe, weil ich glaube nämlich, da geht es wirklich lang, will ich nochmal nach da hinten. Obwohl es da hinten auch nicht so aussieht, als würde es dann nicht weitergehen. Naja, mal gucken. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Schatzkammer. Das habe ich mir gedacht. Money, money, money. She like honey in a rich man's world. Ja, hier kann ich natürlich jetzt von weitem hier ordentlich ja, so eine kleine Schatzkammer. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mal bedenke, wie viel Geld ich rausgehauen habe für Dingsbums. So viel Geld haben wir nicht mehr, ne? Ich meine, wir haben jetzt wieder 7800, aber ich habe jetzt beim letzten Mal upgraden beziehungsweise verzaubern doch sehr viel sehr viel Asche beim alten Mann dagelassen. Hat er sich verdient. Er hat unsere Ausrüstung gut verzaubert. Ich will mich nicht beklagen. Es war schon mal ganz gut. Ist natürlich ärgerlich, dass unsere Schulterplatten draufgegangen sind, aber mit einem bisschen Risiko hat man immer zu rechnen.
Ist ja nicht so wie bei anderen Spielen, wo das Risiko einfach brutal ist. Außer du haust richtig schön in den Geldbeutel. Das ist hier schon... Wie Mana nicht ausreichen? Moment, so geht es aber nicht. Okay, das ist also die... Okay. Wunderbar. Ich weiß echt nicht, was gerade besser ist, sag ich ganz ehrlich. Weil eigentlich sind alle ganz gut. Der Pfeilhagel ist genauso ziemlich cool wie dieser Dingsbums-Schuss. Wie der Explosionsschuss. Wir haben Erfahrung hinzugewonnen. Ich habe Erfahrung gewonnen, dann würde ich nämlich hier einfach mal weitermachen. Das war ein Level Up. Ich dachte, das wäre nur Ruhm. Ne, ist egal. Jawohl, das ist doch mal was. So, Inventar. Jetzt will ich mal was gucken. Neun Rüstungen weg damit. Brauche ich nicht. Selten ist aber nur 7 Rüstungen. Ja, meine Beinschienen sind halt Müll, ne? Größtenteils. Nein. Nein. Ich bin überlastet. Nein, mein Nachtara ist überlastet. Wieso? Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. So, was haben wir denn hier? Überaus gesund. Ja. Ist nicht schlecht, ne? Aber ich behalte es trotzdem mal. Vielleicht kann ich es ja verbessern. So. Ist aber nie klug, als Dame hier alleine rumzueiern. Deswegen immer ein paar Skelette und ein paar Zombies dabei haben. Dann passt das schon. Es ging mir gerade ein bisschen zu schnell. Ich habe wenig Mana. Warum bist du denn ständig überlastet? Was machst du denn mit deiner Handtasche? Obwohl ich eigentlich ganz glücklich mit der Elaine bin. Die hat auch eigentlich eine relativ aufgeräumte Handtasche. Beziehungsweise ist jetzt überschaubar. Ist jetzt nicht so, als wenn es wirklich zugemüllt wäre. Ah, die Stiefel. Ja, ja, ich weiß. So, dann warten wir mal, bis die Nachtara wieder da ist. Dann sollte das eigentlich gehen. Wir brauchen sowieso Platz. Für die Glyphe. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Super. Kann das schon mal weg? Beschwörend. Zurückwirkenresistenz. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Habe ich wieder ein bisschen Platz. Sie haben eine Quest erfüllt. Schön Baum. Oh, das hat wehgetan. Aber na gut. Hier liegt noch ein bisschen Money. Darf man natürlich nicht vergessen. Warte mal. Das kann weg. Ja, komm, das kann auch weg.
Die Mana-Tränke behalte ich mal von den mittleren, weil ich jetzt nicht so viel ganz großen, dicken Mana-Tränke brauche ich jetzt nicht. Jo, dann will ich jetzt in die Stadt. Eigentlich bin ich mit allem genug. Ich habe genug von denen. Ja, mein Nachtara ist, was das angeht, auch. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Ihr habt die Glyphen aber schnell zurückgebracht. Ja, es ging. Eure Macht wächst. Ich öffne nun das letzte Runentor, aber seid bitte vorsichtig. Der verpestete Blutstein erschafft abscheuliche Wesen und niemand kann sagen, was für Monstrositäten euch auf der anderen Seite erwarten. Alles klar. Ich hätte es jetzt noch zu Ende lesen können, aber das könnt ihr ja... Ihr könnt dann einfach auf Pause drücken und könnt dann lesen, was sie alle noch so sagt. Dementsprechend passt das alles. Da bin ich mal gespannt. Keine Ahnung, was hier alles rumkeucht und fleucht, aber... Mana nicht ausreichend. Ich glaube, ich bleib bei dem Dingsbums, weil ich doch damit einfacher manövrieren kann, beziehungsweise zielen. So. Der Bogen kann überall eigentlich weg. Was macht mein Nachtara? Sind 5 Sekunden wieder da. Selten Handschuhe. Ja. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Gorgonhandschuhe. Jo. 81 Gesundheit. 3 Bonus auf Magie. Nee, brauche ich alles nicht. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Fordert Level 27. Wollte ich ja behalten. Weg damit, weg damit. Weg damit, weg damit. Stimmt, die 3 Glyphen habe ich ja jetzt. Das ist super. Die 3 Glyphen wurden ja jetzt. Ach, da ist noch nicht so voll. Mir jetzt ordentlich das. Kann ich mir jetzt ein bisschen mehr ins Inventar stopfen? Es mag zwar nur eine kleine Zahl sein, aber 3 kann doch ganz gut. Ein bisschen Mana klauen. Ich mach gleich mal. Komm schon. Das war ein bisschen wenig. Wo kommen die denn auf einmal her? Sind das Fallen? Ich habe so das Gefühl, dass die wirklich nur einmalig ankommen. Jetzt kommen sie auf einmal und das war's. Das ist komisch. Na gut. Wollte ich mein Inventar nicht mal? Okay, und das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Streitkolben, ja, kann weg. Kann alles weg. Kann weg. Den behalte ich mal. Und das kann auch rüber.
Okay, ja gut, gegen diese ganze Horde von Freunden, die meine Elaine sich hier mitgegönnt hat, kann man natürlich nicht viel ausrichten. So ist es einfach. So ist es einfach. So, sieht aber hier aus, als hätten wir aufgeräumt. Also, wo geht's jetzt weiter? Ah, hier, okay. Wegpunkt aktiviert. Oh, das ist super. Nämlich auch schon 20 Minuten. Wenn diese Beben so weitergehen, wird die Stadt zerstört und die Tunnel stürzen ein. Irgendetwas Gewaltiges muss da unten am Werk sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, was dazu in der Lage wäre. Findet die Ursache der Beben und dann bereitet ihnen ein Ende. Etwas will uns langsamer machen. Es hat Angst vor uns. Das macht mir Mut. Das ist schön. Sie haben eine Aufgabe. So, aber ich gehe jetzt erstmal zurück in die Stadt. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich glaube nämlich, ich habe noch eine Quest zum Abgeben und ich will nochmal gucken, dass ich mit diesem Blutstein loswerde. Okay. Selbst die dämlichen Minenarbeiter können sich diese Geschichte nicht entziehen. Yamzu lauert 17 Ebenen unter Torchlight. Stellt ihn im Kampf und ich werde... Alles klar. Sie haben eine neue Quest gestartet. So, was haben wir denn hier? Den gelben Blutstein plus 12 Gesundheit plus 24 Gesundheit. Und hier beschädigter Schädelblutstein. 10 und 1 Gesundheit. 10 Gesundheit, okay. Eigentlich ganz gut. Kann alles weg. Glaube ich. Ja, kann alles weg. Zwei Bonus auf Magie und Stärke. Magie und Geschicklichkeit plus 3. Das behalte ich einfach mal. Obwohl ich eigentlich am Überlegen bin, ob ich... Warte mal, wie viel Bonus Magie? Plus 5. Das möchte ich natürlich nicht benutzen. 3 Geschick und Stärke. Hey, ich will mal was probieren. Ich will mal gucken, ob ich das irgendwie verbessern kann. Hallo. Das da und... Geschick und Stärke, Magie und Stärke. Passt auf euch auf! Ich dachte nämlich, man könnte das vielleicht ein bisschen. Fünf Magie, 3 Geschick, was haben wir hier? Magie, Stärke, Magie, Geschick. Auf Wiedersehen! Okay. Na gut. Ich bin überlastet. Dann kann das alles erstmal weg. Was kann ich für Sie tun? Ja. Na gut, okay, alles klar. Den habe ich noch nicht. Weißt du, was ich... Ah, ich würde eigentlich würde ich es wieder machen wie beim letzten Mal, dass ich mir hier diese Dinger von der alle kaufe. Die hat auch immer unterschiedliche Sachen, ne? Dass ich das vielleicht offscreen mache. Problem hierbei ist, nachher wird es dann wahrscheinlich doch was ziemlich Cooles. Wo ich mich dann am Ende doch ärgern werde. Gute Reise. Wenn ich es dann doch offscreen mache. Ja, 10 bis 20, das ist alles mittlerweile Standard. Der hat jetzt auch nichts mehr zu sagen. Na gut. Ich würde sagen, macht's gut, Leute. Und ja, ich bin jetzt was essen und da heute ja Freitag ist, sehen wir uns später im Twitch-Stream. Für die Leute, die es danach gucken, wahrscheinlich das Video wird heute nicht veröffentlicht, daher, ne, macht's gut, Leute. Ciao.